So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar einem sehr kurzen Kirby's Dream Land für den Game Boy. Damals erschien 1992, ja, da war der gute Mr. Jumper 2 Jahre alt. Wollen wir mal gucken. Dieses Spiel ist ein sehr kurzes Spiel. Und ich finde einfach, es war das allererste Kirby. Beziehungsweise, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das allererste Kirby war auf dem NES, kann das sein? Ich glaube schon. Ja, hier kann der gute Kirby nur einsaugen und spucken. Ja, ich weiß, das klingt irgendwie komisch, aber er kann natürlich auch runterschlucken, ne? Aber im Großen und Ganzen, wie soll ich sagen? Er konnte hier noch nicht seine Fähigkeiten erhalten. Das heißt, das ist ein Kirby, was sich aber richtig schnell lenken lässt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Kirby hier zum Beispiel, ja, da bewegt man sich richtig schnell und in den anderen Kirby-Teilen, finde ich, da ist er irgendwie ziemlich lahmarschig. Ich weiß nicht warum, aber so kommt es mir auf jeden Fall vor. Und das hier sind, glaube ich, Energy Drinks oder so, soweit ich weiß. Und die heilen uns. Ihr seht ja unten zum Beispiel unsere, ja, mehr oder weniger Trefferquote. Könnte man das so sagen? Ja, nicht Quote, sondern wie oft man halt getroffen werden kann. Sagen wir es mal so. Ja, dieses Spiel erweckt sehr viel Kindheitserinnerungen in mir. Das war eines meiner ersten Gameboy-Spiele, könnte man sagen. Und, ja, wie soll ich sagen? Es gibt hier Bossgegner, die man auch noch in den heutigen Kirby-Teilen her kennt, also sieht oder beziehungsweise die noch verwendet werden. Was auch die normalen Gegner betrifft, wie zum Beispiel hier diesen Typ. Normalerweise kriegt man ja die Bombenfähigkeit von ihm. Oder hier der Typ, der auf dem Apfel, ja, so balanciert. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, im Großen und Ganzen ist es ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat aber auch eine gewisse traurige Story, beziehungsweise eine Story, die den guten Mr. Hour Jumper auf eine gewisse Art und Weise geprägt hat. Diese möchte ich euch jetzt gleich auch erzählen, keine Sorge. Ich werde jetzt noch erstmal ein bisschen gucken, wenn jetzt ein paar Items kommen, beziehungsweise möchte ich noch ein bisschen über das Spiel mit euch reden und dann kommt noch so die Story im Nachhinein, könnte man sagen. Weil ihr kennt ja den guten Mr. Jumper. Jedes Spiel hat fast meistens eine gewisse Story-Geschichte, dementsprechend, was der gute Mr. Jumper schon erlebt hat. Ja, irgendwie klingt das komisch, oder? Mit Videospielen irgendwas erleben, außer dass man sie gespielt hat, das ist schon irgendwie sehr komisch. Ich wollte jetzt sagen, komme ich hier nicht weiter? Irgendwie war ich gerade geflasht. Ich dachte, ich kann hier nicht durch, aber wir können durch. Ja, im Großen und Ganzen, wisst ihr, wie ich darauf gekommen bin, dass ich dann doch Kirby zocken will? Ich weiß jetzt gar nicht, was gibt es hier eigentlich? Nix? Im Großen und Ganzen, ja, haben wir jetzt momentan im Livestream mit dem guten Klosuke, mit dem guten Drake und mit Timo Zock zum Beispiel und so weiter und so fort, mit einigen Leuten, haben wir mehr oder weniger das Vergnügen und ja, der gute Mr. Jumper hat wieder Bock auf Kirby bekommen. Aber nicht nur, weil Kirby den, also weil ich den Charakter da zocke, sondern allgemein. Und weil ich mir gedacht habe, es ist ein schnelles Projekt, beziehungsweise es hat auch Nostalgie-Effekt. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann nehme ich es einfach mit rein. Ja, ich werde versuchen, einige Sachen hier aufzudecken. Es gibt hier nicht wirklich viel, was man aufdecken kann, wenn man ehrlich ist. Aber im Großen und Ganzen sollte man trotzdem was sammeln, damit man auch ein paar Leben farmt. Weil ich weiß noch ganz genau, dass ich hier schon gewisse Probleme manchmal hatte in dem Spiel. Und da kommen wir auch zum allerersten Bossgegner, Leute. Den kennen viele, der ist in jedem Teil verfügbar. Na toll, der hat mich getroffen. Ja, am besten ist es natürlich, man geht ganz nach vorne zu ihm, weil dann kann einem eigentlich meist nichts passieren. Und wie ihr sehen könnt, ja, kann man ihn richtig eins einheizen. Ach Leute, ihr wisst gar nicht, wie oft ich dieses Spiel damals gespielt habe auf dem Gameboy. Ich habe es so gefeiert. Die Melodien im Kirby-Universum sind auch immer richtig cool. Am besten finde ich ja, ist mein Lieblingsteil der auf dem N64. Oh ja, Leute. Dazu habe ich auch ein Let's Play eigentlich. Da könnt ihr auch mal reinschauen. 100% durchgezockt. Kasse, lo. Okay. Ich glaube, der rastet aus, ja genau, ich wusste es. Der kam nämlich immer so runter. Ich dachte immer so, was macht der da oben? Bin da stehen geblieben, dann kam der irgendwann runter und hat mich getroffen. Ja. So, und das hier, das wusste ich gar nicht, ne? Das erkennt man hier vielleicht nicht, aber das ist ein Mikrofon. Und der brüllt da rein. Ich meine, das war das Mikrofon. Weil damals habe ich das nie erkannt. Beziehungsweise bis es dann die etwas neueren Teile gab, wo es dann diese Mikrofone dann halt auch gab. Als, ja, wie soll ich sagen? Ja, was heißt Technik, ne? Ihr wisst, was ich meine. Kann ich da nochmal rein? Nein? Toll, jetzt habe ich euch den anderen Weg nicht zeigen können. Egal, ist ja jetzt auch nicht schlimm.
Im Großen und Ganzen kann man hier keine 100% erreichen, wenn man ehrlich ist. Also ich wüsste jetzt nicht, ob hier irgendwas Wichtiges versteckt sein sollte, außer vielleicht mal ein Leben oder so. Aber ja, sollte irgendwas sein, was ich verpasst habe oder so, ihr könnt es mir in die Kommis schreiben, damit andere es lesen können. Damit würdet ihr und mir, also ihr, mir, euch und anderen einen sehr großen Gefallen tun. Oh mein Gott, ja. Das ist so ungewohnt, wenn Kirby mal keine Schnorchel oder so ein Schnorchel auf hat, wenn er im Wasser ist. Das ist ja momentan, oder beziehungsweise ist das ja Standard geworden. Und hier ist der Lolli. Der Lolli der Unsterblichkeit. Ja, da sind auch ein paar Sterne drum. Also man merkt ja dann schon direkt, man ist unsterblich. Man kann durch die Gegner springen. Im Großen und Ganzen sehr cool gemacht. Und es gibt hier einige Bosskämpfe. Ich fand die damals sehr schwer. Ich weiß nicht, wie es heute, also heutzutage ist. Hier die zum Beispiel. Also, was heißt die? Das ist nur einer. Später kommen davon zwei. Das sind quasi Zwillinge. Ich weiß gar nicht, was die da in der Hand haben. Haben die da irgendwie eine Truhe in der Hand oder so? Oder einen Block einfach nur? Genau, jetzt geht's weiter. Ich frag mich, ob man da rein kann. Nee, weil das ist halt schwarz hinterlegt. Und nicht, wie soll ich sagen, weiß. Deswegen dachte ich jetzt, okay, kannst da rein, jetzt kommen Gegner. Oh, ich habe die damals immer einfach aus Spaß gekillt. Oh, da ist das Chili oder was das da ist. Auf jeden Fall das scharfe Essen. Das habe ich damals auch nie verstanden. Normalerweise in den heutigen Kirby-Teilen, beziehungsweise man merkt es ja auch bei Super Smash Bros., dann spuckt man ja die ganze Zeit so eine Feuerfontäne, könnte man sagen. Und hier, ja, da muss man selber drücken, damit der spuckt. Ja, ihr wisst Bescheid. Nee, aber im Großen und Ganzen kommen wir jetzt mal dazu, warum der gute Mr. Hour Jumper sagt, ey, das sieht aus wie das Steuerkreuz. Soll das vielleicht ein Easter Egg sein? Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht, weil da unten ist auch noch so eins. Okay, ist einfach nur das Design. Ja, im Großen und Ganzen, wie soll ich sagen, der gute Mr. Hour Jumper wollte dieses Spiel damals gerne haben und hab das dann im Laden gesehen und da lebte noch mein Opa. Und der gute Mr. Hour Jumper wollte unbedingt dieses Spiel haben und ich hatte kein Geld, beziehungsweise ich habe da noch kein Taschengeld bekommen und so. Da war ich, glaube ich, 4 Jahre alt. Ich glaube schon. Und ich wollte unbedingt dieses Spiel haben. Also, es war einfach, es war ein Traum. Es war ein Dreamland. Ja, ich weiß, das klingt irgendwie komisch, aber ja, ich wollte es unbedingt haben und mein Opa hat öfters was mit mir unternommen und so. Der war wirklich der netteste und liebevollste Mensch, den ich so damals kennengelernt habe. Der hat immer viel mit mir unternommen und alles. Und der ist auch gerne mit mir nach McDonald's gegangen und so. Einfach so, wenn wir dran vorbeigegangen sind. Er hat dann gesehen, dass ich dann so dahin gestarrt habe und so weiter. So nach dem Motto, ah, der will bestimmt wieder das Happy Meal und so. Weil ich dann damals auch zum Beispiel so die Schlümpfe und so weiter gesammelt habe. Ja, ich hatte viele Schlumpffiguren. Aber das ist eine andere Geschichte, die werde ich euch erzählen, wenn ich mal ein Spiel mit den Schlümpfen spiele. Ja, das klingt irgendwie komisch, oder? Ja. Auf jeden Fall, ja, dann eines Tages hatte der gute Mr. Hour Jumper Geburtstag. Und, ja, mein Opa lag schon halbwegs im Sterben. Er hatte auch schon, ja, Gedächtnisschwäche. Und, ja, wie soll ich sagen? Das Problem an der ganzen Sache war, er konnte selber nicht mehr in die Stadt gehen. Und er wusste, wie sehr ich mir das gewünscht habe. Und wie sehr ich mich darüber freuen würde. Und ja, dann hat er meine Mutter beauftragt, das Spiel dann zu kaufen, hat ihr Geld in die Hand gedrückt, weil er halt, ja, bettlägerisch geworden ist, oder pflegerisch, wie man das jetzt auch nennt. Und dann hat sie ihm das geholt und so weiter. Und an dem Tag, wo er mir das dann quasi geschenkt hat, beziehungsweise wo ich Geburtstag hatte, hatte meine Mutter so zu mir gesagt, ja, Mr. Hour Jumper, ja, nicht Mr. Hour Jumper, aber sie hat dann gesagt, Patrick, ja, ich möchte nicht, dass du mit zur Oper gehst rüber und so, weil das war quasi nebenan, könnte man so sagen. Und da ist der gute Mr. Hour Jumper ist dann einfach rübergegangen und so weiter, er wollte unbedingt seinen Opa sehen. Und ja, dann habe ich ihn da halt liegen sehen und ja, meine Mutter hatte dann meinen kleinen Bruder in der Hand. Der war da noch ein Baby, also auf dem Arm. Also, ja, in der Hand klingt irgendwie komisch, ne? Und ja, dann meinte der dann so, ich, hi Patrick, und hat dann meinen Bruder in der Hand gehabt. Und ich war natürlich geknickt, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und ja, der wusste halt wirklich nicht mehr, wer was ist und so weiter. Er war halt sehr ziemlich, sehr, also verwirrt, weil er halt
im Sterben lag und so weiter. Und der gute Mr. Horrorjumper hat dann das Spiel in die Hand bekommen. Und ich habe mich so bedankt, ich habe den so umarmt gehabt und so. Gute Mr. Horrorjumper ist dann auch in Tränen ausgebrochen und so weiter, weil ich dann so ein bisschen schon geschnallt habe. Ich wusste ja, was mit ihm los war. Und ja, das... Ich weiß nicht warum, aber... Alter, was ist das für ein Bug? Das hat den guten Mr. Horrorjumper so berührt. Und ja, dieses Spiel ist mir ziemlich ans Herz gewachsen. Das ist eines der Sachen so... Das Einzige, was ich noch von ihm habe. Und dann denke ich da immer sehr gerne daran zurück. Und ja, deswegen hat dieses Spiel auch so viel Bedeutung für mich. Einfach nur aus dem Grund, weil er das, ja, aus purem Herzen mir geschenkt hat. Es hat nichts damit zu tun, Games und so weiter, was soll das aus dem Herzen sein? Aus dem Herzen ist auch was Gebasteltes oder irgendwas anderes. Ja, mag zwar sein, aber das liegt immer im Auge des Betrachters, beziehungsweise, ja, da kann man sich drum streiten, aber ich glaube, der ein oder andere wird es verstehen oder kann es sich vielleicht denken. Ja, hier zum Beispiel die Tomate, wie ihr sehen könnt. Ah, die gibt uns volle Energie. Ich meine, das war sogar eine Tomate, ich weiß es jetzt gar nicht. Können wir da nicht rein? Okay, das ist so komisch weiß hinterlegt. Ich dachte wirklich, man kann da rein, aber... Okay, dann nicht. Ja, das ist so allmählich so meine Story über dieses Spiel. Ich habe das schon mal, glaube ich, irgendwo erzählt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo. Da muss ich mal echt überlegen. Wo könnte ich das denn vielleicht mal erzählt haben? Ich glaube, das war bei Mystic Quest für den Super Nintendo. Da hat der gute Mr. Jumper schon einiges aus seinem Leben erzählt. Zwar natürlich nicht alles. Manche Sachen sind natürlich top secret, aber... Ja, wie soll man sagen? Wer auf jeden Fall den Mr. Jumper noch ein bisschen kennenlernen möchte, der sollte sich auf jeden Fall The Mystic Quest reinziehen. Kann ich nur empfehlen. Auch wenn das Spiel sich wirklich in die Länge gezogen hat, beziehungsweise es war wirklich anstrengend und man musste wirklich gucken, was man da sagt und so weiter. Das war noch schwieriger als so ein Pokémon-Let's Play, das kann ich euch versprechen. Also das war ein hohes Niveau-Level. Ich kann auch verstehen, warum es viele nicht Let's Playen. Oh, wir sind auf einem Wal gelandet, Leute. Habt ihr es gesehen? Ach Leute, diese Melodie, ne? Ah, die ist so schön. Hier das, ne? Das erinnert mich irgendwie immer an so... So ein Süßigkeitenland oder so. Ich weiß nicht warum. Oh, oh, oh. Den kenne ich ja auch noch. Gegen den habe ich damals immer so gesackt, Leute. Weil ich immer nie ausweichen wollte. Weil der kann auch nach vorne kommen. Ich weiß nicht, ob der das jetzt macht. Ja, genau. Ha! Ich kenne noch deine Moves, mein Freund. Alter, wow. Aufpassen. Oh mein Gott. Er macht diese Dreierkugeln. Alter, ich bin nicht mal getroffen worden. Was denn los? Ja, wer weiß, ob wir großartig Leben verlieren werden. Ich kann euch sagen, später müssen wir, glaube ich, nochmal alle Bossgegner machen, beziehungsweise so kleine Levelabschnitte. Bubbly Clouds, wird das so ausgesprochen? Ich glaube schon. Landet er da drauf, kommen voll viele Kirbys raus. Oh, die Wolkenwelt, Leute. Oh mein Gott. Ja, da ich jetzt Kirby nicht nur auf dem N64 Let's Played habe, sondern jetzt dann quasi auch für den Game Boy auch, bin ich dafür, dass dann vielleicht auch mal die Spiegelwelt kommt als Let's Play. Ich müsste mal gucken, vielleicht mache ich das sogar mit Kollegen, wenn das hinhaut. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Weil das konnte man ja im Koop. Alter, diese Gegner, ich habe die so gehasst, ne? Das sind erstmal so fröhliche Kirbys und wenn man saugt, dann rasten die aus. Dann zeigen die ihr wahres Gesicht, Leute. Ja, irgendwie komisch, ne? Wenn man saugt, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Oh mein Gott. Hier bin ich damals so oft getroffen worden. Ich bin immer geflogen über die Dinger, aber dann wird man natürlich von diesen komischen Schirmen getroffen. Alter, das war gerade knapp. Wie viele Gegner. Oh Mann, wenn ich bedenke, jeden Gegner, den ich hier sehe, und ich würde den dann am liebsten einfach runterschlucken, weil ich mir so denke, dann kriege ich die Fähigkeit, aber nee, nix da. Ich habe im Übrigen auch mal Kirby auf dem NES, genau, habe ich mir auch mal geholt gehabt für die Virtual Console und habe es auch durchgespielt. Ich glaube aber nicht 100%, ich weiß es jetzt gerade nicht, ich will nicht lügen. Das hat auf jeden Fall auch Bock gemacht, weil da war das erste Mal Kirby so, dass quasi Kirby Techniken erlernt. Ganz genau. Und das schon für den NES. Aber das war nicht so populär, beziehungsweise nicht so bekannt, weil... Ja... Der NES, der hat schon quasi das Zeitliche gesegnet und dann kam schon der Super Nintendo. Und dann kam das Spiel raus, wo der Super Nintendo, glaube ich, schon draußen war. Soweit ich weiß. Habe ich irgendwie mal irgendwo in einem Video gehört oder gesehen. Ja, ich ziehe mir gerne solche Videos rein, also so Infos. Und dann bringe ich sie auch
ab und zu, wenn ich mir davon was merken konnte. Genau, zum Beispiel, hier gibt es einen Geheimweg. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, aber okay. Ja, wir haben eine Zitrone oder so gegessen. Keine Ahnung, was das darstellen sollte. Sah auf jeden Fall aus wie eine Zitrone. Ich habe immer gedacht, das ist eine Zitrone. Alter, geh weg. Und, ja, dann bringe ich das auch gerne mal in meine Spiele rein. Beziehungsweise in die Let's Plays. In meine Spiele klingt irgendwie komisch, oder? Oh nein, diese Wolke, ich hab sie gehasst. Oh mein Gott. Genau. Ja, im Endeffekt ist ja eigentlich noch keine Wolke. Alter, ich muss erstmal gucken, was für Moves er nochmal drauf hatte. Ich meine, diese Wolke oder wie auch immer, die kam des Öfteren in dem Spiel vor. Beziehungsweise auch in den anderen Teilen noch. Ah ne, stimmt. Stimmt, das war noch nicht der ultimative Bossfight gegen diese Wolke. Der kommt später noch. Oh. Ah, Leute, das ist so herrlich. Ich mochte immer hier so dieses Wasser mit den Sternen. Keine Ahnung. Ich habe das immer so gefeiert, da reinzuspringen. Keine Ahnung warum, aber es hat irgendwie was. Ich fand das immer sehr schön. Ach, meine Mutter hat dieses Spiel auch gesuchtet, Leute. Definitiv. Sie hat es auch schon so oft durchgespielt. Sie fand es auch so schön. Und die anderen Teile fand sie dann wiederum nicht so gut. Das kann ich aber auch verstehen. Ich muss mir Energie holen, Leute. Sonst wird das hier nachher nichts mit kein Leben verlieren. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe mir eigentlich immer so die Kirby-Teile alle immer geholt, aber die etwas neueren, die fand ich jetzt nicht so spektakulär. Wie gesagt, die haben sich so langweilig angefühlt. Alter. So langsam. Und dieses Spiel ist zum Beispiel sehr schnell. Versteht ihr, was ich meine? Oh mein Gott. Oh, Frame-Einbrüche, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, was gab es eigentlich da unten? Nee, ich will es gar nicht ausprobieren, Leute. Ich will es nicht ausprobieren. Wobei, nein. Jetzt habe ich doch ein Leben verloren. Ich habe nach oben gedrückt und dabei gespuckt. Ja, ich weiß. Ah, das klingt immer so komisch, gespuckt. Oh Mann. Naja, ein Leben verloren. Was soll's. Darf mir auch mal passieren, oder? Das war ja sowieso ein blöder Fail und kein Bossfight oder so, wo ich verkackt habe. Oh mein Gott. Alter, genau, diese Stellen. Diese Gegner. Oh nein, geh weg. Genau, an euch kann ich mich noch erinnern, deswegen schön aufpassen. Oh, oh, oh. Kirby's Dream Land 2 werde ich natürlich auch let's playen. Auch den dritten, irgendwann. Der zweite ist ja... der zweite kam ja noch für den Game Boy raus, der dritte aber für den Super Nintendo. Ist hier aber in der EU nie erschienen, außer im Virtual Console Bereich. Deswegen konnte ich das auch holen. Alter. Vor allem, da konnte man zum allerersten Mal, glaube ich, ich weiß nicht, im Koop spielen. Oder war das schon im Kirby's Fun Pack oder wie das heißt? Weil das war auch noch ein cooler Kirby-Teil, den ich noch nie gezockt habe. Den wollte ich mir immer mal in der Virtual Console irgendwie herunterladen, aber hab ich noch nicht gemacht. Ach ja. Es beginnt, Leute. Das Finale. Oh, wie ich diesen Sound liebe. Oh. Ich zocke ja auch mit König DDD, ne? Also, bei Super Smash Bros. Ich zocke mit Kirby, mit König DDD, mit Mr. Game & Watch und mit Pac-Man, genau. So, hier haben wir jetzt die Möglichkeiten zu entscheiden, welchen Weg wir jetzt gehen. Und wir gehen jetzt nochmal diesen Weg. Das heißt, wir spielen kleine Abschnitte aus den Leveln nochmal, die ein bisschen verändert worden sind. Das heißt, dass wir jetzt nicht recycelt haben. Ich wollte schon sagen, was ist das für ein Baum? Warum ist er da unten abgeschnitten? Ist das ein Fehler? Oh, stimmt. Man muss immer den Kirby berühren, damit das hier verschwindet, damit wir durchkommen. Finde ich eigentlich ganz nett. Ist jetzt nicht unbedingt schwer gewesen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. So, dann komm her. Okay, der hat uns diesmal nicht direkt angegriffen. Beim ersten Fight hat er uns direkt angegriffen. Er pustet und pustet. Hier, ein bisschen deine eigene Medizin, mein Freund. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So. Dann wollen wir mal hier hin. Und der Sound, der jetzt gerade kam, den fand ich auch immer cool. Ach, Leute. Aber ich habe immer den Endfight habe ich gehasst. Beziehungsweise ich habe immer Schiss davor gehabt. Oh mein Gott. Ich denke mir mal, wir werden das Spiel vielleicht in knapp 30 Minuten durchhaben.
Das war's schon? Alter, das war aber eine kurze und knappe Passage, oder? Man merkt, hier ist ein weiblicher Gegner und ein männlicher. Das sieht man an der kleinen Schleife, falls es noch den einen oder anderen nicht aufgefallen ist. Oh mein Gott. Ihr wollt's aber wissen, oder? Nein, ja, komm. Ja, perfekt. Zweimal, Leute, zweimal. Ja, nur noch einer. Alter, du kommst auch nicht runter, oder? Ja, nee, ist klar. Nein, jetzt hab ich's runtergeschluckt. Jetzt aber, weg mit dir. Ich puste und puste. Kommen wir zu diesem netten Herrn hier. Ach ja. Das finde ich irgendwie sehr schön, oder? Seid mal ehrlich. Also, ich finde, dieses Level ist sehr cool gemacht. Dafür, dass es auf dem Gameboy war. Ach ja. Stimmt, ich meine, das war auch die Lieblingspassage von mir. Ja, doch, ich glaube schon. Ihr könnt mir ja mal euer Statement geben, wenn ihr euch... Alter. Wenn ihr euch das Let's Play von dem N64-Teil reingezogen habt, von Crystal Charts. Ob ich das nochmal neu machen soll oder ob das so gut genug war. Weil da hatte ich, glaube ich, noch ein anderes Mikrofon. Ich glaube schon. Aber ich würde es vielleicht nochmal neu machen. Einfach nur, weil ich Bock drauf hätte. Aber es gibt so viele Spiele, die ich vielleicht neu machen würde, Leute. Dass, bis das erstmal kommen würde, ich glaube, das würde noch was dauern. Also, da müsst ihr euch gedulden. Ich werde definitiv noch sehr, sehr lange Let's Playen. Das kann ich euch versprechen. Es wird definitiv immer etwas kommen. Ich habe zwar keine deutlich erkennbaren, ja, Zeichen beziehungsweise Termine, was das Hoch- oder Uploaden geht oder wie auch immer, oder Hochladen, wie man es auch beschreiben mag. Alter, ich hasse euch. Warum müsst ihr immer explodieren? Aber im Großen und Ganzen kommt immer etwas, auch wenn es etwas dauert. Ihr müsst euch nur gedulden, Alter. Da hat er dieselbe Form wie wir. Habt ihr das gesehen? So. Okay, noch 3 Treffer können wir einstecken. Das Fiese ist, ja, das ist das Fiese. Wobei, ja, es gibt fiesere von dieser Sorte. Ich traue dem Braten nicht. Sagen wir es mal so. Man sollte definitiv öfters oben fliegen, weil dann kann man darauf reagieren, was er macht. Das habe ich nämlich eben verbockt. Deswegen bin ich auch so oft getroffen worden. Alter, der ist auch manchmal so fies, dass er einen Gegner spuckt. Oder beziehungsweise einen Gegner macht. Und dann greift er uns an, aber in diesem Falle irgendwie nicht. Okay, es steht Gleichstand, Leute. Jetzt nicht mehr. Komm, los. Zeig, was du kannst, Glubschi. Okay, noch einmal. Immerhin. Es hält sich in Grenzen. Weg mit dir. Paboom. Oder Kaboom. Paboom klingt irgendwie auch irgendwie lustig. Okay. Kommen wir zu dir. King DDD. Ach Leute. Jetzt kommt der epische Sound wieder. Und der fliegt auf die Fresse. Und der trifft uns natürlich. Er kann uns einsaugen. Das ist seine fieseste Technik. Er hat auch viel Energie, wie ihr sehen könnt. Man muss die Sterne, die er... ja. Die Sterne, die er macht. Alter, der kann auch hochspringen. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Die Sterne, die er macht, die müssen wir auf ihn schleudern. Anders kann man ihn nicht verwunden, Alter. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Ich bin ja wirklich nur mit 2 Energiedinger hier reingegangen, Alter. Komm schon. Oh. Nein. Oh, er hat mich berührt, ich habe ihn berührt und wir kamen uns zu nah. Wir kamen uns definitiv zu nah. Naja, immerhin kriegt ihr noch so ein Battle, wo ich mich halbwegs dumm anstelle, ja? Oh, Leute. Es ist einfach so schön. Ich spiele dieses Spiel so gerne, ich weiß nicht warum. Auch wenn es so kurz ist. Alter, du Pisser, ne? Ich hasse das. Das ist seine gefährlichste Attacke. Die anderen sind mir so Latte eigentlich, aber die nicht. Na, machst jetzt die eine Technik? Nee, immer noch nicht. Los, du kannst ruhig die eine Technik machen, das ist mir egal. Ja, ich glaube, wir schlagen uns diesmal besser als vorher. Alter. Bloß nicht. Bloß nicht erwischen lassen, Alter. Nein, er hat uns... Was? Ich habe ihn doch getroffen, was sollte das?
Das habe ich jetzt nicht verstanden, Leute. Habt ihr das verstanden? Ich finde das so witzig, was der Augen er macht. Oh. Ja, die Attacke kennen wir ja alle aus Super Smash Bros., ne? Also das... Oh mein Gott. Ich finde das so gut, dass er jetzt nicht immer diese Technik macht, nach oben zu springen. Das kann er nämlich schön bleiben lassen. Oh Mann. Komm. Du lieferst uns hier ein Match, mein Freund. Bams. Ja, nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich finde das so cool, wenn wir aufprallen und dann schnell nach oben drücken, dass wir dann nach oben gelangen. Ich finde das so schnell, so flüssig, so... Ja, so... Es fühlt sich gut an. Alter, ja. Wenn es flüssig ist, fühlt es sich gut an. Ja, ich weiß. Es ist okay, Leute. Und da fliegt er. Oh mein Gott, da sind sie. Alle Sterne. Ich habe zwar keinen... Also, ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, dass er das Schloss hochheben wird. Mit sich selber. Oh mein Gott, die Credits. Die Musik, Leute. Oh mein Gott. Tja, wir sind zweimal gestorben. Einmal beim Endboss und einmal, ja, aus Dummheit. Ja, ich weiß nicht, Leute. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses kleine Video aufzunehmen für euch. Und das Spiel kurz durchzuzocken. Ich hoffe, ich konnte euch auch wieder ein bisschen Stück Kindheit wieder nahe bringen von damals. Und es ist einfach herrlich. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel, auch wenn es sehr kurz ist. Man merkt, die Gameboy-Spiele von damals, die hatten irgendetwas. Oder beziehungsweise haben immer noch etwas. Und das werden wir unser Leben lang nicht vergessen. Es ist einfach schön, es ist herrlich, es ist lebendig auf eine gewisse Art und Weise, könnte man, ja... Okay, ich habe ein bisschen übertrieben, Leute. Es ist nicht lebendig, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, was kann ich denn noch zu dem Spiel sagen? Kirby hatte natürlich hier noch nicht seine Fähigkeiten, sich zu verwandeln. Und was? Das waren schon die Credits? Und im Großen und Ganzen, der Soundtrack ist cool. Die Mechanik, also allgemein das Feeling, das zu zocken. Es ist ein sehr schnelles Spiel. Oh, bye bye. Und, ja, was kann man noch dazu sagen? Es hat knackige Bossgegner, je nachdem. Und da, good job! Press up A and select on the title screen to start a new adventure. Oben, also A, also nach oben, A und select. Okay. Oben, A und select. Das drücke ich jetzt gerade, Leute. Extra Game. Wo muss ich das Titelscreen? Ach so, am Anfang. Nee, Moment. Das kann nicht sein. Okay, hier kann ich das nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Warum? Doch, das müsste man noch machen können. Leute, wir haben noch 2-3 Minuten. Ich hoffe, das geht nicht so lang. Wenn doch, ihr könnt es dann beenden. Muss ich alles gleichzeitig drücken? Ich drücke schon, Leute, wie ein Bekloppter, aber das funktioniert irgendwie nicht. Warum? Ich bin doch jetzt nicht wirklich bekloppt, oder? Ich glaube schon. Ich weiß, dass ich bekloppt bin, Leute. Das braucht ihr mir nicht sagen. Hä? Was konnte man dann nochmal für ein neues Adventure starten? Also jetzt geht das gerade nicht. Warum geht das denn nicht? Vielleicht liegt es auch an dem, an dem Controller. Ich denke mir mal, dass es am Controller liegt. Dass er den Select nicht wirklich reindrückt. Nee, kann ich jetzt nicht. Ich kann ja mal gucken. Einen Augenblick, Leute. Bis gleich. Keine Ahnung, Leute. Also, ich muss ja sagen, vielleicht ja mit dem anderen Knopf. Moment, Moment. Nee, geht nicht. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ja, auf jeden Fall solltet ihr das dann mal ausprobieren. Wobei, soll ich euch das zeigen? Oh. Ja, wäre eigentlich gar nicht verkehrt, oder? Warum nimmt ihr das denn nicht an? On the titles... Ach, an... Ja, Titelscreen. Also hatte ich doch recht.
Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Jetzt gucke ich jetzt mal. Nach oben. Select und B, ne? Ach, A meine ich. Sorry. Ah, extra Game. Tatsache. Was hatte das nochmal zu bedeuten? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bedeutete das, dass das Spiel dann irgendwie schwieriger ist? Also, keine Ahnung. Wir gucken uns das erstmal an. Bis 35 Minuten sind in Ordnung. Ah, das sind neue Gegner, Leute. Alter. Ja, Leute. Ich denke mir mal, dann werde ich das so machen, dass ich noch ein Part raushaue, oder? Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dann, lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann, haut rein und schaut wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.